Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass die Gemeinschaftsstandards von Facebook in wichtigen Teilen unwirksam sind. Das ist eine Überraschung. Das hatten wir bei der mündlichen Verhandlung in dieser Ausprägung nicht erwartet. Und das hat Auswirkungen auf jeden Facebook-Nutzer, der von einer Löschungs- oder Sperrungsentscheidung betroffen sein könnte. Schauen wir uns an, wie es noch aussah in der vorvergangenen Woche. Da hatten Prozessbeobachter noch beschrieben, hier von der Süddeutschen Zeitung, dass der Bundesgerichtshof die Löschungen von Hasskommentaren noch für rechtens hält. Zugrunde liegt ein Sachverhalt, wo Personen geklagt hatten, deren Beiträge gelöscht wurden. Das waren damals flüchtlingskritische, eher rechtsorientierte Beiträge, aber darum geht es heute gar nicht. Es geht nicht darum, ob es links oder rechts ist, sondern es geht um die Frage, ob Beiträge, die nicht strafbar sind, von Facebook entfernt werden dürfen und unter welchen Umständen. Und die erste Antwort dazu ist tatsächlich so wie in der mündlichen Verhandlung. Facebook darf Regeln aufstellen, dass auch Dinge verboten sind auf der Plattform, die nicht gegen deutsches Recht verstoßen. Das muss man mal genauer verstehen. Was gibt es denn überhaupt für rechtliche Grundlagen und was heißt denn erlaubt oder verboten? Und da haben wir auf der einen Seite hier rot das deutsche Recht mit den Gesetzen StGB, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auch anderen Rechten wie dem Urheberrecht oder dem Recht am eigenen Bild. Das deutsche Recht insgesamt. Und auf der anderen Seite gibt es die Facebook-Gemeinschaftsstandards, das Facebook-Recht. Und diese beiden Rechtsordnungen überlappen sich eben nur teilweise. Es gibt Bereiche, die sowohl verboten sind nach deutschem Recht, als auch verboten sind nach den Gemeinschaftsstandards, beispielsweise Hassrede. Wobei die Definition von Hassrede eben bei Facebook etwas anders sein kann, durchaus strenger sein kann als im deutschen Recht. Es gibt Sachen, die sind nach Facebook-Recht verboten, die sind im deutschen Recht nicht verboten, wie zum Beispiel weibliche Brüste, die sind bei Facebook verboten. Es gibt aber erstaunlicherweise auch Sachen, die sind nach deutschem Recht ganz klar verboten, aber nicht nach Facebook-Recht. Das sind Falschnachrichten. Verleumdungen, Falschnachrichten, die eine Person betreffen, sind in Deutschland klipp und klar verboten, solange nicht der Wahrheitsbeweis angetreten wird. Facebook-Community-Standards hingegen sagen das nicht so deutlich. Fake News sind nur unter ganz bestimmten Umständen verboten. Das will man sich offen halten und das haben wir schon oft kritisiert. Das sollte es eigentlich gar nicht geben. In anderen Plattformen, AGBs, steht drin, dass der Mindeststandard immer das jeweils geltende lokale Recht ist. Aber hier geht es um diesen Bereich, also den Bereich, wo Facebook etwas verbietet, was aber nach dem Recht nicht verboten oder damit auch erlaubt ist. Und da sind wir im Anwendungsbereich von Artikel 5 Grundgesetz. Jetzt also wirklich, jetzt geht es um die Meinungsfreiheit. Und da hatte der Bundesgerichtshof die Frage zu entscheiden, darf denn Facebook überhaupt irgendetwas verbieten, was nicht nach dem deutschen Recht verboten ist? Man hätte ja durchaus sagen können, es gilt nur das hier und genau so müssen auch die Gemeinschaftsstandards sein. Und da sagte der BGH, nein, es gibt ein Hausrecht, ihr dürft schon theoretisch Sachen verbieten, wie zum Beispiel Brustwarzen, aber auch Strong Language. Ihr dürft sagen, bei uns auf der Plattform muss man sich gesittet benehmen und darf nicht Leute mit Schimpfwörtern bedenken. Kann man regeln, war durchaus umstritten, aber da hatte der Bundesgerichtshof schon in der mündlichen Verhandlung gesagt, das scheint in Ordnung zu sein, also Facebook darf auch Hasskommentare löschen, die nicht unbedingt gegen Strafgesetze verstoßen. Aber jetzt kommt es, die Bedingungen, wann eine solche Löschung stattfindet, hat der Bundesgerichtshof näher beschrieben. Er hat nämlich gesagt, dass die Gemeinschaftsstandards dort, wo Artikel 5 Grundgesetz betroffen ist, genauer betrachtet und ausgelegt und abgewogen werden müssen. Wir bewegen uns im Paragraphen 307 BGB, da geht es also um die Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen und hier hat der BGH Spielregeln aufgestellt, sehr konkret. Er hat gesagt, du darfst solche Löschungsentscheidungen nur dann treffen, wenn du den User vorher informierst über eine Sperrung und spätestens nachher über eine Löschung. Also da wird differenziert. Aber in jedem Fall musst du, also hier Entfernungsbeitrags nachträglich und beabsichtigte Sperrung vorher, aber man muss den Grund mitteilen und die Möglichkeit einer Gegenäußerung einräumen und eine Neubescheidung. Also informieren, Grund mitteilen, Möglichkeit zur Gegenäußerung bieten und eine Neubescheidung. Das sind also die Spielregeln, die der Bundesgerichtshof an die Wirksamkeit von Geschäftsbedingungen knüpft.
Das ist ganz schön viel. Facebooks Anwälte hatten damals bei der mündlichen Verhandlung noch gesagt, völlig ausgeschlossen, das funktioniert nicht mit unserem Geschäftsmodell, das kostet viel zu viel Geld und Aufwand und dann würden wir weniger Geld verdienen und das kann so nicht sein. Sagt der Bundesgerichtshof, nee, dort, wo ihr im Bereich der Grundrechte unterwegs seid, müsst ihr diesen Aufwand nun mal betreiben. Und das ist bemerkenswert. Der Bundesgerichtshof hat im Grunde genommen eine Kompromissentscheidung getroffen. Wenn wir das jetzt mal einfach nur auf einem zweidimensionalen Feld uns anschauen, wir haben also die verbotenen Bereiche 130, 185 und so weiter. Und danach beginnt schon der Schutzbereich von Artikel 5 Grundgesetz. Denn jede Äußerung, die eine Meinungsäußerung darstellt und nicht nur eine Tatsachenbehauptung, ist ja zunächst einmal von Artikel 5 Grundgesetz der Meinungsfreiheit geschützt, solange sie nicht durch Gesetze verboten sind. Also so weit geht der Schutz. Und dort, wo eben kein Strafrecht betroffen ist, sind wir im Schutzbereich der Meinungsfreiheit und dort ist es eben Facebook nur begrenzt möglich, unter vielen Vorbehalten Regelungen zu treffen. Was sind die praktischen Auswirkungen? Zum einen kann man natürlich sagen, jede Maßnahme, die auf den derzeitigen Gemeinschaftsstandards basiert, ist schlichtweg unwirksam. Also es ist relativ leicht jetzt, bis Facebook es schafft, seine Gemeinschaftsstandards anzupassen, gegen solche Entscheidungen vorzugehen. Da kann man sich fragen, lohnt es sich, den Aufwand zu betreiben, vor Gericht zu ziehen, kostet ja Geld, aber man würde wahrscheinlich gewinnen. Aber es kann sein, dass die Bewertungen von Facebook, ob etwas jetzt hier nach den Gemeinschaftsstandards entfernt wird oder nach dem deutschen Recht sich verschiebt. Dort in diesem Zwischenbereich, wo Facebook sowohl das deutsche Recht benennen könnte nach dem NetzDG als auch die Gemeinschaftsstandards, wäre Facebook vermutlich gut beraten, sich auf das deutsche Recht zu berufen und da genauer hinzuschauen. In dem Bereich allerdings, wo das deutsche Recht nicht zur Anwendung kommt, darf Facebook eigentlich keine Entfernung durchführen und die Neufassungen des NetzDG sollen ohnehin in die Richtung gehen, dass sämtliche Löschungsentscheidungen sich nach dem NetzDG und den dort beschriebenen Prinzipien richten. Ich halte das für eine gute Entscheidung von der Grundtendenz her, dass wir anerkennen, dass die Meinungsfreiheit eben auch im Zivilrecht eine Rolle spielt, dass Facebook nicht beliebig löschen darf. Auch wenn das Kommentare sind, die ich selbst nicht gut finde, ich finde es aber richtig, dass man sie äußern darf, beziehungsweise dass die Regeln, zu denen die entfernt werden, rechtsstaatlichen Standards genügen.